2. Januar 2016, Zeit 9 Uhr, Standort Nähe Eupeler Halle. Ja, das ist die erste alpine Trainingseinheit im Jahre 2016. Heutiges Ziel Geißalphorn, Höhe etwa 1819 Meter, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, auch heute wieder eine Genusstour. Nicht allzu flott geht's voran, sondern den Wald genießend. Da stehen die Milchkannen. Die sind wahrscheinlich schon geleert. Das war das Jahresabschlussziel. Vor 2 Tagen bin ich da hochgegangen, Schattenberg. Und mein heutiges Ziel ist da oben, das Geißalphorn. Von der Schneelage geht's eigentlich. Mal gucken, wie der Weg wird und wie lange es dauert. So, ich passiere gleich die Schattenbergschanze, obwohl sie heute ja Erdinger Arena heißt, aber für mich ist es die Schattenbergschanze. Schon seit Kindesbeinen an. Als Kinder mussten wir immer mit der Schule dem Springen beiwohnen, weshalb mich als Erwachsener gegenwärtig ja, das Skispringen eher, wie soll ich sagen, langweilt, als dass es mich erfreut. Deswegen schaue ich mir sowas auch weder live noch im Fernsehen an. Aber das ist nur eine kleine Anekdote. Auf dem Weg zum Ziel hin. Nochmal ein Blick zur Seealpe aus etwas erhöhter Position. Fast geschafft. Da ist das Geißalphorn. So, 11 Uhr. Der Aufstieg zum Geißalphorn ist erledigt. Das letzte Stück am Grat war relativ Schnee bedeckt und vereist, so dass ein konzentriertes Gehen notwendig war. Aber der Aufstieg hat sich wie immer gelohnt.
wie gesagt, die Schneelage ist hier oben doch intensiv, weshalb Vorsicht geboten ist beim Abstieg. Aber jetzt wollen wir erstmal diesen wunderbaren Gipfelblick genießen. Da, Nebelhorn. Herrlich. Ja, da drüben ist der Schattenberg. Das Geisterbrunnen ist doch deutlich höher als der Schattenberg. Man hat es an der Aufstiegsdauer gesehen. Aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Da hinten ist das Rubihorn. Und das Tal ist grün.